Mein Name ist Georg Rittmeier und ich bin Berater der Baskin Brauerei. Die Baskin Brauerei wurde nach den Richtlinien des Bayerischen Einheitsgebotes von 1516 erstellt. Dies heißt, dass sämtliche Technik, sämtliche Rohstoffe nach dem Einheitsgebot verbaut und gebraut werden. Das Bayerische Reinheitsgebot wurde am 23. April in Ingolstadt in Bayern von Herzog Wilhelm und Ludwig V. ausgerufen. Dies beinhaltet, dass Bier nur aus den Rohstoffen Wasser, Hopfen, Hefe und Malz gebraut werden darf. Baskin-Bier wird nach dem Reinheitsgebot von 1516 hergestellt. Dies beinhaltet die gute Braugerste, die zweizeilige Sommergerste und den Brauweizen, der nach den Regeln des Reinheitsgebots von 1516 hergestellt wird. Der nächste Rohstoff für unseren guten Baskin-Bier ist der Hopfen. Der Hopfen ist das Gewürz des Bieres. Er verleiht dem Bier die Seele und das gute Aroma. Das nächste Geheimnis von unserem Baskin-Bier ist die Hefe. Für unseren Hefeweizen die obergärige Hefe und für unser Lagerbier unsere untergärige Hefe, die wir eigens gezogen haben. Der nächste Rohstoff ist der wichtigste Rohstoff, den wir haben. Das ist dieses edle, kristallklare Wasser, das wir hier in Taiwan von der Baskin-Brauerei haben. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist eines der besten Brauwasser, mit denen ich je zusammengearbeitet habe.